Start der Mission Titelverteidigung der Bundestrainer geht voran. Sein 27-köpfiger Kader ist aber längst noch nicht komplett. Etwa ein Drittel fehlt. Vor allem die meisten Bayern-Spieler. Die zahlreichen deutschen Fans, die gerade in der Region Urlaub machen, bekommen zunächst nicht mehr als einen abgedunkelten Bus zu sehen. Besser hat es da das Hotelpersonal, das Spalier steht, als das Team an der Nobelherberge vorfährt. Man ist froh, dass es endlich mal losgeht, dass man sie greifbar hat, dass man arbeiten kann. Sonst ist ja alles immer nur in der Theorie. Und jetzt kommen wir zusammen, können versuchen, diesen Teamgeist heraufzubeschwören. Er wird die kommenden zwei Wochen besonders im Fokus stehen. Kapitän Manuel Neuer, der nach dem Bruch des linken Mittelfußes seit 8 Monaten kein Pflichtspiel mehr bestritten hat. 2 Tage später ist die Truppe dann nahezu komplett. Nur Champions-League-Sieger Toni Kroos fehlt noch. Die Woche vor dem Trainingslager rund um die Kaderbekanntgabe, sie ist geprägt von einigen ungewollten Störgeräuschen. Zunächst der missglückte Wahlkampfauftritt von Mesut Özil und İlkay Gündoğan mit dem umstrittenen türkischen Präsidenten. Gündoğan, der entgegen anderslautender Meldungen nur die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, überreicht Erdoğan ein Trikot seines Vereins, versehen mit der Widmung für meinen verehrten Präsidenten. Wir von Seiten des Verbandes haben den beiden Spielern schon auf zu verstehen gegeben, dass es jetzt keine glückliche Aktion war. Menschen können Fehler machen und wir müssen das Maß wahren. Ich glaube, dass beiden bewusst ist, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und ich werbe darum, mit den beiden auch aber jetzt maßvoll umzugehen. Ein bisschen Verständnis zeige ich, weil ich weiß auch, dass Menschen, Spieler mit Migrationshintergrund, in deren Brust auch manchmal 2 Herzen schlagen, dass es nicht immer ganz so einfach ist, unter einen Hut zu bringen. Um die Wogen zu glätten, treffen Gündoğan und Özil ein paar Tage später ihren richtigen Präsidenten. Es folgt die Personalie Sandro Wagner, vom Bundestrainer überraschend nicht in den vorläufigen Kader berufen, tritt der 30-Jährige tags darauf aus der Nationalmannschaft zurück, nach gerade mal mageren 8 Länderspielen. Wagner glaubt, seine forsche, mitunter etwas vorlaute Art sei bei Joachim Löw unerwünscht. Der Stürmer also nicht mit dabei, in Südtirol aber irgendwie doch noch präsent. Statt Wagner darf er mit zum WM-Casting. Nils Petersen, ganz sicher der überraschendste Teilnehmer der Löw'schen Reisegruppe und der einzige ohne A-Länderspiel. Ich war gerade mit den Jungs Mittagessen. Wir waren ja mit den Freiburger noch ein bisschen unterwegs, nachdem wir die Klasse gehalten haben. Und ja, war dann schon aus dem Nichts, dass man dann da diesen, ich muss jetzt mal zugeben, 3 Anrufe in Abwesenheit hatte. Also ich hatte schon ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich habe gehofft, dass er in der Zeit nicht noch jemand anders angerufen hat. Interessant in dem Zusammenhang, zu Saisonbeginn ist Petersen noch nicht einmal Stammspieler in seinem Verein, dem SC Freiburg. Durch Treffer wie diesen wunderschönen in Dortmund hat er auf sich aufmerksam gemacht. Mit 29 ein Spätberufener, mit insgesamt 15 Toren, aber Deutschlands treffsicherster Spieler in dieser Saison. Ich bin mein ganzes Leben schon mal dabei, immer mal eingewechselt zu werden. Da weiß man auch natürlich, wie man sich darauf vorbereitet. Und was auch ein ganz, ganz wichtiges, was eine ganz, ganz wichtige Funktion ist, ist natürlich auch geduldig zu bleiben. Zu wissen, dass man trotzdem irgendwo wichtig werden kann an diesem Tag. Ich kann auch sagen, das war keine spontane Entscheidung oder irgendwie ein Geistesblitz, den der Jogi Löw da irgendwie in den Kopf gegangen ist. Ich habe ihn ja im letzten Jahr häufig gesehen und mir hat schon auch imponiert. Zum einen natürlich seine Torgefahr, zum anderen auch, dass er in der Lage ist mitzuspielen. Und er ist ein sehr, sehr laufstarker Spieler, der eigentlich auch in der Defensive sehr gute Arbeit macht. Er war vorher nie dabei, aber ich wollte auch einen Spieler, so der so ein bisschen als Überraschung dann kam, ja, wo vielleicht der Gegner nicht unbedingt immer mitrechnet.
Sami Khedira kennen die Gegner mittlerweile schon recht gut. Genau genommen aus 73 Länderspielen. Vor 8 Jahren, als sich die Nationalmannschaft im Übrigen auch hier in Eppan auf die WM in Südafrika vorbereitet, ist er der Neue. Damals stehen mickrige 3 Länderspiele bei ihm zu Buche. Erst durch die schwere Verletzung von Michael Ballack rückt der damals 23-jährige Khedira ins Team und bestreitet dann später alle 7 Turnierspiele. Der Bundestrainer hat mir damals schon sehr viel Vertrauen entgegengebracht und man muss aber erstmal auch zurückzahlen. Und das habe ich damals auch versucht durch eine gute Vorbereitung. Damals war auch schon das Team sehr intakt. Ja, natürlich nicht die gleiche Qualität, die wir heute besitzen, aber trotzdem ein unheimlicher Siegeswille, unheimlich guter Spirit. Und ja, das ist eigentlich der größte Unterschied zu damals. Damals wie heute also Eppan. Und damals wie heute ist es wichtig, auch mal abzuschalten, mal 5 gerade sein zu lassen. So zwischendurch muss ich mir auch mal eine halbe Stunde, Stunde nehmen, mal ein bisschen Sport machen, weil das ist gut, kriegt man den Kopf wieder frei und ab und zu mal auch wieder eine gute Idee. Zum Beispiel welche? Unterschiedlich, unterschiedlich. Manchmal machen wir einfach so ein bisschen Gedanken über das, was noch ansteht, was wir noch machen müssen, wo wir besser werden müssen. 2 Wochen und 2 Tage, das längste Trainingslager, das es jemals vor einer WM gegeben hat. In den ersten Einheiten geht es primär darum, alle Akteure in ein und denselben Fitnesszustand zu bringen. Viele Spieler wie zum Beispiel Thomas Müller oder Joshua Kimmich sollen erstmal etwas kürzer treten. Der einzige leicht angeschlagene Profi Jerome Boateng dreht nach einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich zunächst nur ein paar Runden, soll peu à peu ans Team herangeführt werden. Der Abwehrboss natürlich gesetzt. Andere müssen sich gezielt empfehlen oder gar aufdrängen. In Sachen Motivation macht sich Löw keinerlei Gedanken. Ich glaube, das muss man auch vorher niemandem jetzt hier nochmal besonders ins Gewissen reden, dass er hier Gas geben muss. Also ich glaube, das ist irgendwie allen und jedem Einzelnen klar, dass natürlich das Trainingslager dazu dient, mir die notwendige Kraft und die notwendige Power zu holen für so ein Turnier. Inhalte der 2. Phase, das Einstudieren von Standards und die Optimierung von Automatismen, meist in Abwesenheit unserer Kameras und der zahlreichen Fans. Anfang der Woche 2 Testspiele gegen die U20-Auswahl. Der eigene Nachwuchs hat die Aufgabe, die Spielweise der Gruppengegner Mexiko, Schweden und Südkorea zu simulieren. 2 bessere Trainingseinheiten mit der wichtigen Erkenntnis: Der Fuß der Nation scheint zu halten. Neuers letztes Länderspiel liegt mehr als 1,5 Jahre zurück. 11. Oktober 2016. WM-Qualifikation gegen Nordirland. Im September 2017 Bruch des linken Mittelfußes. Bereits zum 3. Mal. Eine lange Pause folgt. Für die Bayern bestreitet der 32-Jährige seitdem kein Pflichtspiel mehr. In Eppan beginnt Neuers ganz persönlicher Countdown. Was macht der ledierte Fuß? Hält er Belastungen stand? Bei einem neuerlichen Rückschlag stünde womöglich seine Karriere auf dem Spiel. Löw macht klar, er nehme Neuer nur mit, wenn dieser auch zu 100% fit ist. Fitnesszustand ist gut. Ich denke, dass die Trainer sehr zufrieden sind, auch die Fitnesscoaches. Die haben mich in einem sehr guten Zustand bekommen, weil wir gut gearbeitet haben, auch bei Bayern. Und deshalb bin ich wirklich guter Dinge. Wir waren nochmal beim Kernspind hier in Bozen. Die Ergebnisse sind alle hervorragend. Er hat überhaupt keine Beschwerden. Er kann alles tun und alles machen. Er kann hoch belasten. Wenn er mit nach Russland reist, so viel ist klar, dann auch automatisch als Nummer 1. Ja, das denke ich schon. Ich meine, das war der Manuel bislang immer. Und wenn wir uns entscheiden, ihn dann auch mitzunehmen, wird er sicherlich spielen. Und sollte wider Erwarten doch noch etwas dazwischen kommen, dann stünde mit Marc-André Ter Stegen eine exzellente Alternative parat. Sami Khedira ist in jedem Fall gesetzt.
Denn anders als 2010 und vor allem auch 2014, als er nach einem Kreuzbandriss gerade noch rechtzeitig fit wird für die WM in Brasilien, ist er jetzt in einer Top-Verfassung. Dabei stand seine Karriere auf der Kippe, vor gar nicht allzu langer Zeit, im Jahr nach dem Gipfelsturm von Rio. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht, wann das Ende kommen könnte. Den Gedanken hatte ich vor 3 Jahren. Und seitdem ich meine Einstellung zum Beruf und auch meine persönliche Einstellung hinterfragt habe und auch dann irgendwo gewechselt habe, ist dieser Gedanke gar nicht mehr vorhanden. War das wirklich so nah, das Ende vor 3 Jahren? Ich habe mich damit intensiv auseinandergesetzt, weil ich will zu den Besten gehören und ich will mich mit den Besten messen. Und ich war einfach in der Phase nicht in der Lage, mich mit den Besten messen zu können. Und dann hat es mir einfach auch keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Entweder ich schaffe wieder den Sprung zu den Allerbesten oder ich lasse es einfach. Sami Khedira ist sehr ehrgeizig. Seit 2 Jahren arbeitet er privat mit einer Gruppe von Leuten, die sich um sein Wohlbefinden kümmern. Richtige Ernährung, Körperpflege, Regeneration, mentale Vorbereitung fürs Leistungsoptimum. Ins Trainingslager nach Südtirol reist der gebürtige Stuttgarter auf eigene Kosten. 2 Tage früher als vom Bundestrainer vorgesehen. Sammy ist hochprofessionell, das ist wirklich auch ein Leader-Typ, der eine Mannschaft irgendwie mitreißen kann. Da, wo er ist, da ist auch immer Erfolg und unheimlich ehrgeizig erlebe ich ihn hier. Sehr, sehr trainingseifrig und er ist natürlich schon auch in unserer Mannschaft wichtig und eine Persönlichkeit. Und Sammy ist schon auch ein Spieler, der auf den Punkt genau dann eben auch seine Form erreichen kann. Und das macht ihn so unentbehrlich für uns. Khedira tut also auch in der Freizeit alles, um noch lange auf absolutem Top-Niveau spielen zu können. Andere, allen voran die Bayern-Fraktion, trifft man dagegen auch schon mal auf dem Golfplatz an. Das ist noch nicht so meins. Kommt vielleicht nach der Karriere, mal schauen. Die Anwohner und die zahlreichen Urlauber, vor allem aus Deutschland, kommen kaum in den Genuss, mal einen Blick auf die Elite-Kicker zu erhaschen. Selten solche Momente, in denen sich Nationalspieler und Bundestrainer volksnah zeigen. Danke euch, danke. Prost! Auch in Eppan schlägt das Herz fürs deutsche Team. Die Mitglieder des DFB-Fanclubs Südtirol waren auch schon 1990 dabei, als das Team um Jürgen Klinsmann und Lothar Matthäus hier seine WM-Vorbereitung absolviert hat. 1990 waren wir direkt am Spielfeldrand, da waren wir noch junge Burschen. Wir haben das Spiel, das war öffentlich, da waren ein paar tausend Leute dort und die gingen rein und raus, wie es kam. Und jetzt ist das alles ein bisschen abgeschottet, sehr rigide abgesperrt. Und 1990 war es dann auch so, dass gewisse Nationalspieler auch hier in Gierland beim Fest im Keller aufgetaucht sind und um 4 Uhr morgens dann den Keller verlassen haben. Seit fast 40 Jahren gibt es den Fanclub. Und na klar, wenn man die Jungs hier schon nicht zu sehen kriegt, muss man eben nach Russland reisen. Konkret beginnt für mich die WM am 15. geht bis zum 4. bis zum Achtelfinalspiel, hoffentlich in St. Petersburg. Dann muss ich wieder mal nach Hause und hätte dann fürs Finale noch einen Voucher, also einen Gutschein, wenn die deutsche Elf es schafft. Dass es so weit kommt, daran zweifelt hier niemand. Das Ziel ist... Ja, auf jeden Fall Weltmeister. Denn sonst wären sie umsonst hier bei uns im Trainingslager. Es gibt nur ein Ziel, Weltmeister, und wir werden wieder Weltmeister. Der DFB-Fanclub Südtirol wünscht der deutschen Elf den Titel. Toi, toi, toi! Zum Wohl! Zum Wohl! Prost! Auf die Titelverteidigung. Ecke kommt.
Deutschland, Brasilien 7:1, da muss man sich zwicken. Schürrle, der kommt an, mach ihn, mach ihn! Er soll's wieder richten. Joachim Löw, 58, ohnehin ein Typ, den so schnell rein gar nichts aus der Ruhe bringen kann. Und man wird das Gefühl nicht los, dass er dieser Tage noch etwas entspannter wirkt als ohnehin schon. Die Laune bestens. So fällt denn auch seine Halbzeitbilanz des Trainingslagers positiv aus. Das, was wir eigentlich geplant haben, das konnte man alles irgendwie durchführen. Also von daher bin ich zufrieden. Die Bedingungen sind gut, das ist gut. Ich weiß aber auch, dass wir schon an einigen Dingen arbeiten müssen. Zeigen die Tests U20, zeigen Trainingseinheiten, zeigen Spiele untereinander. Also so in der Struktur insgesamt müssen wir schon noch einiges verbessern. Löw steht vor seinem 6. großen Turnier als Bundestrainer. Und es werden mindestens 2 weitere hinzukommen, denn etwas überraschend wurde sein Vertrag noch vor Beginn der WM bis 2022 verlängert. DFB kam schon vor einigen Monaten auf mich zu und haben mir eigentlich signalisiert, dass sie gerne mit mir weitermachen würden. Mir persönlich hat es bislang wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich sehe eigentlich auch noch kein Ende in der Entwicklung der Mannschaft. Vor einem Jahr gewinnt Löw mit einer Fülle hoffnungsvoller Perspektivspieler, von denen 14 auch dem vorläufigen 27er WM-Kader angehören, den Confed Cup. Eine Art Mini-WM-Generalprobe für das, was in diesem Jahr folgt in Russland. Vor einem Jahr Sotschi, Löw lustwandelnd am Meer, der Genießer in seinem Element. In diesem Jahr der krasse Gegensatz, Vatutinki, 40 Kilometer südwestlich von Moskau. Nicht gerade der Ort, an dem man seinen nächsten Jahresurlaub verbringen möchte. Aber strategisch gut gelegen und hermetisch abgeriegelt. Weder den Hotelkomplex der deutschen Mannschaft noch das nahegelegene Trainingsgelände von ZSKA Moskau dürfen wir einsehen, trotz rechtzeitig angefragter Drehgenehmigung. Es ist kein Campo Bahia, aber ich glaube, das wissen mittlerweile alle. Ja? Und wir machen das Beste daraus und ich möchte niemanden irgendwie jammern hören. Gut möglich, dass der Weltmeister 3 von 7 Spielen in der russischen Hauptstadt bestreiten darf. Das würde bedeuten, keine Flugstrapazen, das Hauptargument für Vatutinki. Wie gesagt, die Umgebung keine Oase, wo man gerne Zuflucht sucht. Aber zur Erholung geht's ja ohnehin nicht nach Russland. Ein Paradies hingegen, Eppan, Südtirol. Hier lässt sich's leben und trainieren. Seit knapp 60 Jahren hat keine Mannschaft mehr ihren Weltmeisterschaftstitel verteidigt. Die Voraussetzungen sind definitiv noch mal besser geworden. Was aber keine Garantie dafür ist, dass man noch mal den gleichen Erfolg hat. Es ist eher gefährlicher, weil man sich eventuell darauf verlässt, was 2014 war. Aber 2014 war extrem harter Kampf, wir mussten extrem viel leiden. Selbstverschwendung gehört dazu. Und da sind wir Bergsteiger ähnlich wie die Fußballspieler. Es ist der Sieg oder der Gipfel nicht erreichbar ohne Selbstverschwendung, ohne sich ganz zu verausgaben. Und das Gleiche müssen wir eben auch dieses Jahr wieder erreichen. Ja? Und dann sind auch gerade die älteren Spieler, die schon viele Jahre dabei sind, auch gefragt, es wieder vorzuleben, ja? Auch den gleichen Spirit wieder an den Tag zu legen, weil die Jungen haben extreme Qualität. Aber natürlich haben sie nicht die Erfahrung und ich glaube, diese Kombination kann extrem hilfreich sein und wir müssen sie nur nutzen. Das Ziel klar im Blick. Es soll wieder hoch hinaus, wieder ganz nach oben gehen. So wie vor 4 Jahren. Weltmeister sein ist nicht nur ein Vorteil, sondern auch ein Nachteil. Es ist eine Belastung.
können sagen, es wird die schwierigste WM, weil wir werden gejagt sein. Und ich kann das immer wieder nur sagen, alle werden gegen uns eigentlich nur gewinnen können. Also ich habe unheimlich viel Lust auf die Weltmeisterschaft, das stimmt. Jeder muss wissen, dass er nur ein Puzzleteil ist in diesem Erfolg. Und alleine niemand Weltmeister werden kann, egal wie viele Tore er macht oder was auch immer er tut. Er braucht alle anderen.